Servus Bursche, wir sind wieder back. Heute 130 km/h Versuch Vorbereitungen. 1,5 Jahre waren wir weg. Tags, bist du bereit? Bin voll bereit. Wir gehen es wieder an, gell? Es hat zahlreiche Erneuerungen gegeben seither. Ich bin mit dem Moped auch schon eigentlich auf der Straße unterwegs gewesen, in Kroatien unterwegs gewesen. Und ich würde sagen, Tags, wir schauen uns jetzt einmal an, was alles anders ist, was wir noch an Vorbereitungen brauchen. Was fällt dir da so ein, dass wir morgen die 130 km/h fahren können? Wir müssen das Ganze eigentlich sicher gestalten. Das heißt, wir werden nochmal überall drüber schauen, über jeden Schrauben, über den Gaszug, dass er zurückgeht. Ja, jede Schraube wird nochmal angezogen. Okay, ja, und dann würde ich sagen, starten wir. Wir schauen sie mit euch das nochmal gemeinsam an, bevor wir das Unterfangen angängen. Und ich würde sagen, Dags, let's go, oder? Also, was haben wir seit dem anderen, was haben wir seit dem letzten Mal alles? Alles erneuert. Dags, komm mal kurz zu Wort, oder? Wir haben ein paar Sachen. Mit was fangen wir an? Am besten Auspuff. Wir haben damals den KTM SX85 Auspuff oben gehabt. Ist ersetzt worden durch den Homo 8 B8 vom Buchshop. Ich wollte jetzt haben, dass es ein bisschen straßentauglich ausschaut, deshalb haben wir den aufgetan. Ich glaube aber, es kommt für einen 130 km/h Versuch gar nicht so schlecht sein, Dachs, oder? Weil die Homo 8 gingen eh um und raus. Das ist windschlüpfiger als wie der vorige. He? Ich hoffe nur, dass wir die Übersetzung da zahlen. Was zum letzten Mal geändert worden ist, was ganz gravierend war. Wir haben damals 2,5 mm Quetschkanten, glaube ich, gehabt, Dachs, gell? Ganz schön viel. Ganz schön viel. Da hat mir der Lukas Sindelhofer hat mir vom Zylinder da das weggedreht, die zwei, also nicht 2 mm, aber jetzt hat es auf jeden Fall 1,4 mm Quetschkanten. Das heißt, das sollte da ein bisschen besser sein. Und ja, durch das sollte man unten auch die Kraft haben, was wir brauchen. Vergaß haben wir nicht mehr den brachialen 24er um, sondern haben wir jetzt einfach einen 21er um. Dann, was wir noch tags andere Seiten um, gell? Wir haben ja noch was Gravierendes geändert. Wir waren damals noch mit der originalen Zündung unterwegs, gell? Das hat sich mittlerweile auch geändert. Wir haben da diese Elektra-Zündung drauf. Es gibt aber eh eigentlich über alles Videos, was wir da so gemacht haben, gell? Und ja, was werden wir jetzt noch angehen, damit wir die 130 km/h, damit das Moped startklar ist und so. Der Dax hat schon erwähnt, wir werden schauen, ob alle Schrauben angezogen sind. Ich habe da beim Kroatien-Video das Lichtkabel nach hinten da ein bisschen runtergefangen, weil wir so niedrige Dämpfer drauf haben. Das werden wir da auch gleich hintere machen, und wenn wir schon den Hinterreifen heraus haben, Tags, würde ich sagen, wieder die brachiale Übersetzung, oder? Auf alle Fälle, brauchen wir mehr. Wir haben nämlich jetzt da wieder 45er Zaungranz oben. Das werden wir umändern wieder auf, wie viel waren das? 38, 37 Cent, irgend sowas, gell? Ja, 38, glaube ich. Genau, ja, also das kommt wieder da hinten drauf. Wir sind ja vorn begrenzt, und wir haben beim letzten Mal sind wir einen Zaun sogar runtergegangen, weil es das nicht der Zeit hat, die Übersetzung, und waren dann schneller. Das werden wir morgen wieder austesten, wie das genau ist. Aber heute geht es einmal darum, dass wir das Ganze startklar machen. Das Ganze Unterfangen wird unterstützt von Skruf für die 130 km/h, weil ich den Helm gekriegt habe und bisher noch nicht verwendet für 130 km/h Fahrten, sondern nur anderwertig. Und an der Stelle nochmal danke an Skruf für die ganze Sponsoring-Zeugs, wisst ihr? Junge! Was sagst du dazu? Das war ja. Weniger geht nicht. Weniger geht nicht, gell? So, Dax, wollen wir schon die Hinterreifen rausziehen, oder? Schauen wir uns gleich die Dax Factory Roadnamen an. Das sind die Originalen, oder? Das sind die Originalen. Ich ziehe den Splint einmal. Ja, ich hole den Reifen, so ist es schon. Das war damals die Originale von der Blueprint Roadnamen, gell? Der Prototyp eigentlich. Also das waren jetzt 45 Cent, Tags, gell? Mhm. Halt einmal drauf, dass wir einen Vergleich haben. Bist du deppert, hä? Wird es der Zahn? Einschätzung? Sicher. Wenn nicht, helfen wir uns mal einen Ritzel fahren. Okay. Tags fahren, was sagst du zu fahren? Jetzt ist glaube ich rum, ich weiß noch gar nicht genau, 13, 12, irgend sowas. Was werden wir da brauchen? Haben
Wochen gehabt. Damals haben wir 18 und 19 haben wir sie bewegt, ne? Sollen wir mal mit 18 anfangen, dann wissen wir, dass das der Zeit. Ja. Oder der Zeit hat mit dem alten Setup, aber schauen wir mal. 18, oder? Ja. Müssen wir in den Alltag seine Schatzkisten greifen. Was haben wir denn da? 19? 18, 19, die zwei werden wir mitnehmen. Kann man 130 km/h fahren. Natürlich tun wir die ganze Scheiße. Ey. I got the recipe, never gon' let any op get the best of me. Thought it was distance, but haters is next to me. Talk to the spirit, you know I've been heavenly. Company definitely show your trajectory. This ain't a diss, cause I say it respectfully. It's time to eat up, bread like it's pita. Taking it deeper, and that's how it better be. I never let the comparison get to me. I just remember the promises meant for me. I know the enemy and that he sent for me. I keep the blood of the lamb as my centerpiece. I cannot trust in no Christian. Hallo Dax, wir haben's soweit. Du hast Bremsen und Lüft. Übersetzung ist auch drauf. Keben drauf. Alles rollt wieder schön. Jetzt siehst du noch gleich in den Ausgestürzten los. Sollen wir heute für die Leute noch eine Probefahrt auch machen? Was sagst du, niederer Lenker? Oder sollen wir das morgen heranziehen, falls wirklich nicht mehr, mehr geht? Schön oben sitzen. Ich darf es gerne machen wie ein Buchmaxi-Fahrer. Schön oben sitzen tust du mich auch nicht. Du weißt nur, welche Windstelle ich kriege. Ja. Aber auch nicht viel mehr, weil du immer gesehen meine Position. Nein, den lassen wir, da werden wir den Lenker. Dann werden wir heute nur noch eine Probefahrt machen, oder? Was sagst du? Ist alles soweit startklar? Dann fertig. Ich bin fertig. Geht's am Herigen. Die letzten Feinschliffe sind auch wieder da. Back in the game, Pirelli-Reifensticker, oder? Mhm. Jawohl, gibt's nirgends zum Kaufen, nur dass du es gleich wisst. Dax, was sagst du dazu? Ich sorge für aufrechte Haltung. Auf der Straße. Nimm jetzt Haltung an. Ja. Da haben wir damals die Kupplung aufgebaut. Schaut denn das da aus? Wie nehmen wir da rein? Das nachher. Und, aber weißt du, es geht nämlich sau gut bis zu einem gewissen Punkt, dann steht es auch nicht. Und da jetzt ein Ober zu, Alter, auf einmal ist das nachher gekommen, der Schub nachher. Alter, und dann, Alter, das ist eine ganz andere Geschichte wie letztes Mal. Gut, Tag, ich würde sagen, jetzt machen wir noch einmal einen
einen kurzen Versuch. Wir werden die Leute nicht aufklären, wir werden sie anschauen, wie schnell es schon geht. Und morgen, also für euch nächste Woche, wird es dann ernst. Also wir verabschieden sie schon mal mit den Helmkamera-Videotags, oder? Schau, dass du diesmal überholst. Ja, und ich würde sagen, vergesst es nicht, nächste Woche wird es so richtig interessant. Louis Vuitton Maxi, 130 km/h Versuch Nummer 2. Ich glaube, das mal packen wir es. Es war sehr vielversprechend, die Fahrt da jetzt. Und wir sehen sie. Papa, pfiat euch.